Okay, vielleicht erstmal zur Transparenz. Die Verspätung, wenn die es nachher gibt, liegt nicht an mir. Ich verspreche, ich halte meine Zeit ein. Aber ich glaube, es ist in allem unserem Interesse, dass ich nicht noch schneller spreche. Also ich versuche, meine Zeit einzuhalten. Vielleicht nochmal zum Vorfeld. Es ist wirklich ganz selten so, aber es war tatsächlich so, die Vorbereitung zu diesem Vortrag hat wirklich richtig schlechte Laune gemacht. Also muss ich ehrlicherweise zugeben, ich hatte ernsthaft schlechte Laune jeden Tag und jeden Abend. Und gestern Abend, als alles fertig war, mache ich die Nachrichten an und höre Theresa May, die sagt, die Menschenrechte würde sie auch einschränken, wenn es um den Kampf gegen Terrorismus geht. Wo ich dachte, Wahnsinn, das ist ja eine, also wie soll ich es mal sagen, das ist eine Landesvertreterin, die ohne rot zu werden etwas sagt, was ich für einen Tabubruch halte. Und dann dachte ich, okay, eigentlich kann ich den Vortrag schon wieder absagen. Also Sie verstehen, es macht keine guten Laune. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich viele Jahre in der Praxis tätig war, in der feministischen Praxis und natürlich, nicht natürlich, aber leider auch immer parallel das in der Praxis erlebt hat, was es heißt, diese Angriffe zu erleben. Aber es war häufig so, also wir haben manchmal gesagt, ach Gott, die Spinner, also so, ja, nicht wirklich ernst genommen, in der Supervision viel drüber geredet. Aber festzustellen, dass diese Spinner eben sehr mächtig werden, durch Kooperationen, die mir sehr viel Angst machen. Das heißt, ich muss gestehen, ich kann nicht sicher sein, dass Sie am Ende nicht genauso schlechte Laune haben wie ich. Ich liegt am Thema, nicht an mir, hoffe ich in dem Fall. Aber es ist wirklich so. Und auch die Frage, ob die Menschenrechte, von denen ich ja viel halte, und Menschenrechte wirklich in vielen schwierigen Lagen, finde ich, eine relativ unemotionale Antwort geben. Aber in diesem Feld ist es deutlich schwieriger, siehe Frau May gestern Mittag. Damit lege ich schon mal los. Vielleicht noch ein Begriff zu den Umgang mit Begriffen. Sie sehen, es ist hellgrau unterlegt. Ich habe lange überlegt, wie gehe ich mit Begriffen um, die eben AntifeministInnen benutzen, ohne sie selbst zu benutzen. Das ist schwierig. Gleichzeitig weiß ich, dass im Publikum viele Studierende sind. Und mir ist es sehr wichtig, dass Studierende wissen, woher diese Begriffe kommen. Das heißt, ich komme nicht drum herum, die Begriffe zu nennen, damit Leute, die sich vielleicht neu mit dem Thema beschäftigen, das mal gehört haben. Aber um deutlich zu machen, dass ich sie nicht überbetone, habe ich sie so hell wie möglich geschrieben. Das war so ein kleiner Umgang damit, der die Sache vielleicht erleichtert. Damit, glaube ich, lege ich auch schon mal... Achso, genau, Frau Maltri, ich habe sehr gerne gehört, die Aufwertung der sozialen Arbeit. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Abwertung, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat, dass es eben Frauenberufe sind, klassischerweise. Und ich hoffe sehr, dass die Aufwertung auch mit einer monetären Aufwertung einhergeht. Also das wirklich... Also Sie haben eine blöde Rolle, aber Sie vertreten nun mal den Staat. Also ich bitte sehr ernst, nein, das wirklich mit reinzunehmen. Ich finde das wichtig, dass wir Gleichstellungspolitik diskutieren, aber das auch verbinden. Berufe, in denen vor allen Dingen Frauen arbeiten, sind gesamtgesellschaftlich monetär wirklich auf der untersten Ebene. Wir reden von akademischen Professionen, die am Ende wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt werden. Das meine ich vollkommen ernst, deswegen bitte ich. Und wenn Sie Dachunterstützung brauchen, komme ich sofort. Ja, da komme ich mit, kein Ding. Okay, damit würde ich jetzt langsam mal loslegen. Das Erste war, wo ich dachte, okay, ich mache mir Gedanken über die zentralen Denkfiguren von AntifeministInnen. Vieles haben wir schon mal gehört und parallel habe ich ein Buch gelesen zu Rechtspopulismus und das Ekelhafte war, es gibt sehr viele Übereinstimmungen. Also dachte ich, mache ich so eine schöne Tabelle, also eigentlich weniger schöne Tabelle. Was beide sehr vereint, ist eine sehr biologistische Sichtweise, was Gender, aber auch Ethnizität angeht. Sie nennen sich gerne wertkonservativ, das ist aber deutlich mehr als nur wertkonservativ. Interessant ist, dass beide Opfermythen haben, aber unterschiedliche. Also bei den AntifeministInnen ist das Opfermythos das berühmte Wort der Femokratie, also die Vorstellung, dass die Demokratie durch Frauen so unterwandert ist, dass es eigentlich eine feministische Demokratie ist. Und bei den Rechtspopulisten ist es der berühmte Joe the Plumber oder Angry White Men. Trump hat ja immer wieder mit Joe the Plumber, also die Idee ist immer, das sind weiße Männer aus der Arbeiterschicht, die jahrelang übersehen worden sind und jetzt endlich muss für sie Politik gemacht werden. Also der Mythos ist ein ähnlicher, die Figuren sind durchaus andere. Gegen das Establishment sind beide, ja, unterschiedliche verschiedene Formen des Establishments, deswegen fand ich das so beunruhigend, gestern nochmal deutlich zu hören, dass Menschenrechte offensichtlich auch als Teil des Establishments wahrgenommen werden. Tabubrüche ist etwas, was beide Seiten sehr erfolgreich macht, also immer so ein Stück, also mit Handlungen, mit Begriffen immer so ein Stück zu weit gehen, um sich dann zu entschuldigen, zurückzurudern, aber damit eigentlich den Rahmen schon mal ein bisschen ausgeweitet haben in ihrer Richtung. Interessant ist, dass AntifeministInnen immer deutlicher ihre Bewegung als eine soziale Bewegung darstellen und RechtspopulistInnen sich immer darstellen wollen als Vertreter oder Vertretung des Volkes,
Entscheidend ist aber, dass sie das Volk nicht empirisch meinen, sondern moralisch. Also es geht überhaupt nicht darum, wie viel Prozent des Volkes, wer ist eigentlich das Volk, wo haben sie erfragt, sondern es geht um das empfundene Volk. Und gerne in Kombination mit Joe the Plumber oder gerne in Kombination mit Opfer der Femokratie und so weiter. Interessant ist, dass AntifeministInnen häufig argumentieren, dass die Darstellung in den Medien einseitig ist. Und RechtspopulistInnen das ein bisschen differenzierter machen. Sie sagen, nein, nein, die Medien brauchen sie schon, aber, und das ist gerade in der Situation um Trump herum sehr gut zu beobachten, oder die AfD macht das auch sehr gut, dass sie professionelle JournalistInnen sehr ja, argwöhnisch gegenüberstehen. Also es ist jetzt die Zeit der nicht formalen JournalistInnen, ja? Sondern da ist auch Pressefreiheit nicht so wichtig, Neutralität eigentlich auch nicht. Also es ist ganz interessant, dass sie auch da mit dem Establishment also nochmal versuchen zu brechen. Beide haben sehr deutlich eine Diffamierung von jeglicher Form von politischer Korrektheit, da auch die Tabubrüche, ja, was man jetzt endlich wieder doch sagen können müsste. Beide wollen sehr einfache Lösungen bieten und bei beiden gibt es sehr, sehr deutliche Querverbindungen zu antimuslimischem Rassismus. Also das ist leider auch überhaupt nicht zu leugnen. Das sind die, die wirklich alle vereinen. Es gibt noch zwei, die möglich sind. Das hat Rosenborg hier in einer Publikation für die Heinrich-Böll-Stiftung herausgearbeitet. Manche von ihnen sind wirklich evangelikal organisiert, also sehr, sehr fundamentalistisch christlich. Und manche haben eine sehr, sehr deutliche Verbindung zu alten und neuen Rechten bis hin zu Breivik. Also wir reden hier nicht von, bitte? Ich kenne keine rechtsextreme Tat, die gewaltvoller war als die von Breivik. Also selbst da gibt es Verbindungen von AntifeministInnen und auch von RechtspopulistInnen dahin. Aber Gott sei Dank nicht bei allen, aber immerhin bei einigen. Was ganz interessant ist, was beide auch sehr, sehr gut können, und das ist etwas, was wirklich schwierig wird, weil sie häufig emanzipatorische und oder menschenrechtliche Begriffe für sich umdeuten. Und das macht die Sache deutlich schwieriger. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Meinungsfreiheit. Ja. Meinungsfreiheit ist ein ganz, ganz wichtiger menschenrechtlicher Wert. Und es dreht sich mir doch der Magen um, wenn ich lese, die AfD redet von Meinungsfreiheit, wenn sie eigentlich Rassismus meinen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, und da sind die Menschenrechte durchaus hilfreich, sich anzugucken, was ist eigentlich die Geschichte des Begriffes Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit ist ein Begriff, der uns alle schützt, vor unserer Regierung. Also ich versuche das Studierenden immer klar zu machen, ich kann mich hier hinsetzen und sagen, Angela Merkel finde ich ganz bescheuert, auch wenn sie vom Staat hier sitzen. Ich muss nicht befürchten, dass ich anschließend meine Arbeit verliere und. Dafür ist Meinungsfreiheit da. Und das haben die UNO-Ausschüsse immer wieder deutlich gemacht. Meinungsfreiheit ist dafür da, uns vor den Machtinhabenden zu schützen. Meinungsfreiheit ist nicht dafür da, wirklich rassistische, antifeministische oder andere wirklich sozialdarwinistische Argumentationen zu verwenden, um andere Menschen zu diskreditieren. Es gibt zum Beispiel ein Verfahren gegen Deutschland, das ist TBB gegen Deutschland, da ging es um Herrn Sarrazin, wo deutlich gemacht wurde, das, was Herr Sarrazin gesagt hat, ist nicht gedeckt durch Meinungsfreiheit. Das heißt, der Begriff der Meinungsfreiheit ist sehr, sehr deutlich geknüpft mit dem Schutz gegenüber dem Staat und nicht dafür da, menschenfeindliche Ideologien zu schützen. Tabubrecherin ist ein weiterer ähnlicher Begriff, soziale Bewegung, soziale Gerechtigkeit. Da dreht sich mir der Magen echt um, das Grau wurde auch sehr, sehr hell. Zwangsarbeit ist ein sehr, sehr deutlicher menschenrechtlicher Begriff. Ja, viele Antifeministinnen benutzen Zwangsarbeit der Mütter und meinen damit den Wunsch von Frauen arbeiten zu gehen, von Müttern arbeiten zu gehen. Und das ist wirklich unverschämt. Also wenn man sich wirklich anguckt, die Geschichte der Zwangsarbeit. Ja, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr lange, sehr üble Geschichte von Zwangsarbeit. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Gesellschaft Mütter zwingt zu arbeiten, sondern da geht es wirklich um menschenverachtliche Zwangsarbeit, es geht um Sklaverei, es geht um Menschenhandel und so weiter. Ähnlich ist es die Diskriminierung. Ja? Diskriminierung, darüber gibt es sehr, sehr viele Dokumente in der UNO. Die AfD spricht von Diskriminierung der Vollzeitmütter. Stoppen. Ja? Also auch da eine sehr perfide Umdeutung von einem Begriff, der ursprünglich emanzipatorisch gewesen ist oder eigentlich immer noch emanzipatorisch ist und einen sehr, sehr deutlichen menschenrechtlichen Bezug hat. Ich hoffe, Sie versuchen, meine schlechte Laune jetzt nachzuempfinden, oder? Da kann man doch wirklich verzweifeln. Dann Willkommenskultur. Ja, für Neu- und Ungeborene, sagt die AfD. Ja, das sind alles jetzt nicht meine Fantasien, sondern habe ich mir alles von der AfD-Website abgeguckt. Das heißt, also auch solche Begriffe, auf die Idee muss man kommen. Und da, finde ich, muss ich leider feststellen, die sind gar nicht so schlecht in diesen Dingen. Also auf die Idee muss man kommen, Willkommenskultur so ad absurdum zu führen, indem man sagt, ja, wir sind für Willkommenskultur. Denke ich, habe ich mich verhört. Und dann kommt für Neu- und Ungeborene.
Ja, also da können wir vielleicht mal was von lernen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Freiheit, auch das ein sehr emanzipatorischer Begriff. Zivilgesellschaft, auch das ist ganz spannend. Zivilgesellschaft ist nicht das Volk. Ja, aber häufig wird Zivilgesellschaft reduziert zum Volk, was auch immer das ist. Das heißt, all diese Begriffe, ich könnte über jeden Begriff Ewigkeiten reden, so viel Zeit ist Gott sei Dank gar nicht, aber ich glaube, wichtig ist, diese Begriffe menschenrechtlich auch wirklich zu verteidigen, also tatsächlich nicht zuzulassen, dass sowas wie Diskriminierung, Zwangsarbeit derart perfide umgewandelt wird in eine Terminologie, die eigentlich mit dem ursprünglichen Begriff überhaupt nichts mehr zu tun hat. Dann die Aktionsorte, und das ist auch etwas, was wirklich schlechte Laune macht, weil die Orte immer vielfältiger werden. Online-Foren haben wir ja gehört, also Diskreditierung von KollegInnen. Was ganz interessant ist, also ich finde, auch da können wir was von lernen, also sehr, sehr koordinierte Kommentare und LeserInnenbriefe. So, wenn ich von außen käme, wo ich denken würde, wow, das ist Volkes Stimme. Ja? Wenn ich aber näher hingucke, ist es immer wieder dieselben Nicht-VolksvertreterInnen, die schreiben, aber sehr koordiniert und wirklich so ein Gefühl geben von, das da spricht das wahre Volk. Dann gibt es sehr ausgesuchte MedienvertreterInnen und JournalistInnen, zum Beispiel Harald Martenstein, des Tagesspiegels, sehr offen antifeministisch, sehr offen antimuslimisch, hat eine regelmäßige Kolumne im Tagesspiegel. Ja, also das. Ah, okay. Im Zeit auch, ja. Auch das durchaus ein Problem. Wenn wir beim Zeit sind, kommen wir natürlich zu Fischer im Recht. Fischer im Recht, ein BGH-Richter, der im Zeitmagazin sehr deutlich macht, dass er findet, Vergewaltigung wird überbewertet und eigentlich brauchten wir auch keine Veränderung des Sexualstrafrechts. Der Mann ist Richter, zur Neutralität verpflichtet, also auch er ist im Netz sehr, sehr aktiv. Ihn würde ich aber jetzt nicht in derselben Kategorie wie Harald Martenstein, aber auch durchaus problematisch. Demonstration ist, glaube ich, ein langer alter Hut, Angriffe auf feministische AkteurInnen und Veranstaltungen auch. Was ich immer wieder erlebt habe, und das ist für die Betroffenen, also für die ZeugInnen sehr, sehr problematisch, sind Angriffe bei Gerichtsverhandlungen. Also wenn es zum Beispiel um eine Gerichtsverhandlung geht, um sexualisierte Gewalt, wenn es zum Beispiel um eine familienrechtliche Angelegenheit geht, um Umgangsrecht, ist es sehr, sehr effektiv, die Zeugin zum Schweigen zu bringen, wenn ich im Vorfeld schon so aggressiv auftrete. Ja, also auch das durchaus ein Problem, was in der Praxis immer wieder ist. Dann auch Teile der Partei, die Piraten, ja, die immer wieder in eine sehr merkwürdige antifeministische Richtung gegangen sind. Und, das haben wir heute auch gehört, in und um der AfD. Es gibt zunehmend neue Akteurinnen, viele von ihnen sind formal demokratisch legitimiert, zum Beispiel in der BVV in Hellersdorf. In Hellersdorf ist die AfD die zweitstärkste Fraktion. Das heißt, sie sind sehr, sehr vertreten. Überall beschäftigen die Frauenbeauftragte und sehr viele andere mit absurden Anfragen, aber sie beschäftigen sie erstmal. Dann natürlich Trump und sein Dunstkreis. Und meine also wirklich sehr negative oder pessimistische Haltung ist, dass ich denke, ich brauche nicht viel Fantasie, mir vorzustellen, dass wir auch bald mehr Sozialarbeitende haben werden, die entweder klassisch zu diesen Akteurengruppen gehören oder aber sich dieser Argumentation bedienen. Und dazu werde ich nachher vielleicht auch die ein oder andere Beispiele geben. So. Die Angriffe, das glaube ich, kann ich relativ kurz machen, weil wir viel schon gehört haben. Ein altes Angriffsziel ist leider alles, was um Frauenhausarbeit herumgeht. Das gekoppelt mit den schweren Arbeitsbedingungen und der sehr schlechten Entlohnung, muss ich sagen, ist wirklich eine Zumutung, ja? Und die gesellschaftliche Nichtanerkennung auch noch mal am Rande. Da war das interessant, das eine ist wirklich die tatsächlich alltägliche Praxis, aber auch die Einstellungspraxis. Ich weiß zum Beispiel, dass Kolleginnen von Agisra in Köln, die eine Frauenberatungsstelle oder eine Stelle geschrieben haben für die Beratung von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, die haben sofort, also sie sind bombardiert worden von Maskulinisten wegen Diskriminierung, weil die Stelle sollte ja nur für eine Frau sein. Sie haben auch geklagt, aber sie haben verloren. Und das ist wirklich wichtig. Also die haben das AGE versucht, für ihre Zwecke zu missbrauchen, indem sie gesagt haben, diese Stellenausschreibung ist diskriminierend, zur Diskriminierung komme ich gleich noch. Und die RichterInnen haben Gott sei Dank entschieden, dass sie gesagt haben, es ist unzumutbar für Frauen, die über sexualisierte Gewalt sprechen, dass sie darüber mit Männern sprechen müssen. Deswegen ist es rechtens. Es ist kein Bruch des AGG, es ist Frauenhäuser und ähnliche eben Frauen einstellen. Scheidungsberatung, ich glaube, das haben wir vorhin auch gehört, vor allen Dingen in Kombination mit Missbrauchsvorwürfen. Erziehungsberatung, wenn es um Umgangsrecht geht. Eigentlich sämtliche Angebote für LGBTIQ-Personen. Alles, was sexuelle und reproduktive Rechte angeht und auch Angebote, also akzeptierende Angebote für SexarbeiterInnen. Sei es auch die Orte oder die Angriffsflächen werden leider immer mehr.
Die Kernthemen, und da habe ich unterschieden, vielleicht also zwischen eben diskursive Relevanz und praktische Relevanz. Auf der diskursiven Ebene ist es tatsächlich alles, was mit Ablehnung von Gleichstellungspolitik zu tun hat. Da sind eben diese berühmten Wörter schon gefallen, Genderwahn, Antigenderismus, alles Begriffe, die von AntifeministInnen kreiert worden sind, um Gleichstellungspolitik abzulehnen. Dann damit wirklich eine Lächerlichmachung von jeglicher Form von genderinklusiver Sprache und auch antirassistischer Sprache. Eine Nicht-Anerkennung des Gender Pay Gaps, was ganz interessant ist. Hier wird alles auf individuelle Entscheidung reduziert, außer wenn Männer scheitern. Dann ist die Struktur dran. Das ist interessant. Also ich finde, das kann man sich wenigstens mal genau angucken, dass wenn Frauen scheitern, ist es individuell, wenn Männer scheitern, ist es Struktur. Dann Abschaffung von Professuren wie meiner. Ich sage unwissenschaftlich und so weiter. Sie sind gegen jegliche Form von Quoten, natürlich auch von Genderquoten. Und es gibt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, eine sehr, sehr deutliche Verbindung zu antimuslimischen Rassismen. Und das ist eben etwas, was mich sehr beunruhigt, weil das eben eine Form von Rassismus ist, die doch sehr gesellschaftsfähig ist und damit ganz andere Kooperationen möglich sind. Dazu komme ich eben auch noch. Das ist die Anschlussfähigkeit in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, auch unter Sozialarbeitenden. So, die praktische Relevanz ist logisch. Es ist immer, wenn es darum geht, also reproduktive Rechte für Frauen, eigentlich für Menschen, nicht nur für Frauen, ja, Sexual- und reproduktive Rechte zu thematisieren. Es geht um ein sehr traditionelles, scheinbar biologisch begründetes Familienbild. Und das ist auch ein ganz spannender Widerspruch, einerseits zu sagen, traditionelles Familienbild, Mutti soll zu Hause bleiben, aber auf keinen Fall soll sie von dem Geld des Mannes leben. Wovon denn dann? Ja, ich meine, irgendwie eine Lösung muss doch ja entweder das eine oder das andere. Also ich finde auch die Widersprüche sich anzugucken, das war das Einzige, was ein bisschen Spaß gemacht hat bei all diesem Elend. Dann sind sie natürlich für die absolute Stärkung der Elternrechte. Das ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir uns die Verbindung mit den Evangelists auf Englisch angucken. In den USA sehr, sehr wirkmächtige Akteure und Akteurinnen, die wirklich das Recht, also sie behaupten, es gibt ein Recht der Eltern to spank their children. Spank ist eine Verniedlichung von Gewalt gegen Kinder. Also auch da, denke ich, ist eine sehr große Gefahr tatsächlich auch für Menschenrechte, gegen jegliche Form von inklusiver Sexualkundeunterricht. Und das sind eben diese berühmten Begriffe von Frühsexualisierung oder eben Homo-Lobby. Also tatsächlich diese Idee, dass in dem Moment, wo Kinder Sexualkundeunterricht haben und nicht nur heteronormative Werte lernen, dass es dazu beiträgt, sie zu homosexualisieren oder sie zu frühsexualisieren. Also auch das sind Kernthemen. Alles, was mit Gewalt gegen Frauen zu tun hat. Es gibt viele dieser Akteure und Akteurinnen, die offen für die Abschaffung von Frauenhäusern einstehen, die bereit sind oder die dafür einstehen, Rechte von Vätern, von allen Vätern zu stärken, und zwar unabhängig davon, was die Vorgeschichte ist. Und das ist eben auch sehr anschlussfähig für die Mitte der Gesellschaft, auch unter Sozialarbeitenden. Die Angriffe, ich glaube, darüber haben wir sehr viel gehört. Die Bekanntmachung von Zufluchtsorten ist etwas, was sehr problematisch ist in Zeiten von Facebook und Internet. Der zweite Punkt ist etwas, was ich häufig erlebt habe, tatsächlich, wenn eine Frau ihren Mann verlassen hat, dass der Mann dann pornografische Filme der Frau an uns geschickt hat. Also es ist eine sexuelle Belästigung für die Mitarbeiterin, aber natürlich auch eine Demütigung für die Frau. Ja? Also auch das ist etwas, was ich leider häufig erlebt hatte. Von Ringhofer haben wir, glaube ich, alles schon gehört, das kann ich überspringen. Aber im Ausland, Barbara, weil du ja auch die Auslandsbüros angesprochen hast, gibt es ganz furchtbare Begriffe wie Corrective Rape aus dem südafrikanischen Bereich, wo es wirklich Männermobs, also wir wissen, dass es in Kamerun Fälle gibt, in Jamaika und in Südafrika, wo wirklich Männermobs Feministinnen und oder lesbische Frauen vergewaltigen und dieses auch noch wirklich verleumderisch Corrective Rape nennen. Ja, das ist etwas, was leider auch stattfindet. Und im Kontext von Indien muss man sagen, leider gibt es immer mehr hindu-fundamentalistische Angriffsmobs auf unverheiratet heterosexuelle Paare, aber eben auch auf nicht heteronormativ lebende Paare, also in Wohnungen, in Parks, in Clubs und so weiter. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen, das ist leider eben auch ein internationales Problem. Die Folgen für die Arbeit, das haben wir, glaube ich, auch gehört, ist Angst und Verunsicherung, natürlich bei Mitarbeiterinnen. Die berühmte Schere im Kopf, ja, dass ich vorhin Henning gefragt habe, ob er eine Idee hat, wer heute kommt, ob es einen Notplan gibt, ob es wer das Hausrecht hat, mache ich normalerweise nicht bei Veranstaltungen. Also ich bin keine so ängstliche Person, aber ich war ganz froh zu wissen, die Sachen sind ganz gut geregelt. Diese Angriffe gehen manchmal auch einher mit finanziellen Einbußen. Wir haben auch über die Zurückhaltung gehört, also gerade in der Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch gegenüber Klientinnen. Und was ich ganz schwierig finde, ist, es ist durch dieses Zurückrudern ist es sehr schwierig, neue Themen zu setzen, weil wir immer wieder damit beschäftigt sind,
das, was eigentlich ist, überhaupt zu erhalten. Das heißt, ich komme gar nicht dazu, neue Sachen zu denken. Ich bin über die ganze Zeit damit beschäftigt, das Alte so ein bisschen zu verteidigen. Das ist auch ein bisschen langweilig. Dann eben wirklich diese Hoffnung der AntifeministInnen, die leider immer mehr aufgeht, dieses steter Tropfen hüllt den Stein. Wir wissen, dass es immer wieder GutachterInnen gibt, gerade bei Familiengerichten, die durchaus auch für antifeministisch argumentieren, auch bei JugendamtsmitarbeiterInnen und auch bei PolizistInnen. Das heißt, für die alltägliche Arbeit ist es natürlich sehr, sehr schwierig. So, das erstmal so viel zum Darstellen des Elends. Was heißt es aber jetzt Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession? Da gibt es mehrere Ebenen, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. So viel vorweg, leider sind die Menschenrechte nicht in jedem Bereich eine Antwort. Ja, und in manchen Bereichen finde ich die ganz hilfreich, also auch als Antwort auf antifeministische Angriffe, aber leider nicht in ähnlichen. Wenn es also um die Umnutzung von Begriffen geht, finde ich, können Menschenrechte als Bezugsrahmen sehr, sehr hilfreich sein. Wenn wir uns also angucken, was ist eigentlich Diskriminierung? Da gibt es sehr, sehr viele Dokumente, die deutlich machen, dass bei einer Diskriminierung das Ziel oder das Ergebnis sein muss, jemand oder eine Gruppe beabsichtigt oder unbeabsichtigt zu benachteiligen oder herabzuwürdigen. Das ist das Ziel. Und eine vorübergehende Ungleichbehandlung ist erlaubt, um Gleichbehandlung zu erreichen. Das heißt, Genderquoten, Ethnizitätsquoten, Quoten mit Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich erlaubt und sind kein Fall von Diskriminierung. Und da sind die Menschenrechte sehr, sehr deutlich. Wichtig ist auch, und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder vergessen, dass Gleichbehandlung bei ungleichen Voraussetzungen ist auch eine Form von Diskriminierung. Also wenn ich zum Beispiel eine Klausur habe und alle haben dieselbe Zeit, jemand hat aber eine Lese- und Rechtschreibschwäche, dann ist es eine ungleiche Voraussetzung und dann wäre das eine Form von Diskriminierung. Also sich immer wieder klarzumachen, dass Gleichbehandlung bei ungleichen Voraussetzungen selbstverständlich Diskriminierung wäre. Das habe ich schon gesagt. Zur Zivilgesellschaft haben die Menschenrechte sehr, sehr deutlich gemacht, wer eigentlich zur Zivilgesellschaft gehört, zur Freiheit eben auch. Das heißt, auf der diskursiven Ebene, ich habe ja vorhin diese Folie gehabt, mit den Begriffen, die umgedeutet worden sind, da können die Menschenrechte durchaus helfen, Klarheit zu schaffen. Aber, vielleicht teile ich das aber jetzt schon mit, Sie erinnern sich vielleicht an meiner ersten Folie, dass sowohl RechtspopulistInnen als auch AntifeministInnen ja gegen das Establishment sind. Ja? Wenn die Menschenrechte als Teil des Establishments wahrgenommen werden, hilft all das überhaupt nicht. Das heißt, meine ganzen schönen Erklärungen helfen nur, wenn ich Menschenrechte als gegeben annehme. Wenn aber eine Frau May, ohne rot zu werden, sie nicht mehr annehmen will, habe ich ein echtes Problem. Das heißt, also ich glaube, die Menschenrechte können auf der argumentativen Ebene helfen, für uns Klarheit zu schaffen, vielleicht Leute zu erreichen, die noch erreichbar sind, aber spätestens ab dem Moment, wo die Menschenrechte als Teil des Establishments wahrgenommen werden, ist es nicht mehr möglich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns leider immer wieder klar machen müssen. Dann, wenn wir uns angucken, was sind eigentlich die Kernthemen, die Ablehnung von Gleichstellungspolitik. Da gibt es CEDAW, das ist die Frauenrechtskonvention der UNO. Seitenweise schreibt sie was zu Gleichstellungspolitik und als staatliche Verpflichtung. Und eine Verpflichtung, zu der sich Deutschland verpflichtet hat. Also Deutschland hat CEDAW ratifiziert. Das heißt, in dem Moment ist der deutsche Staat verpflichtet, Gleichstellungspolitik umzusetzen. Zur Nichtanerkennung des Gender Pay Gaps kann ich nur sagen, das ist ganz spannend. Der Frauenrechtsausschuss hat Deutschland immer wieder angemahnt über den bestehenden Gender Pay Gap, den es gibt, und zwar sowohl der bereinigte von 7% als auch der nicht bereinigte. Also auch da gibt es eigentlich wenig Möglichkeit zu sagen, ich akzeptiere den Gender Pay Gap nicht, wenn ich die Menschenrechte anerkenne. Bei den Quoten ist es auch sehr klar, sowohl CEDAW als auch CERD, also CERD ist die Antirassismuskonvention, machen sehr deutlich, dass eine vorübergehende Besserstellung erlaubt ist, wenn das Ziel eine Gleichstellung ist. Also auch das relativ unproblematisch. Wenn wir uns den ganzen Komplex antimuslimischen Rassismus angucken, ist natürlich die Antirassismuskonvention sehr, sehr wichtig, aber auch der Zivilpakt. Also das ist der Pakt, haben wir gestern im Seminar gehabt, fällt mir gerade ein, da sitzt die Gruppe. Bürgerliche, politische, kulturelle Rechte. Jetzt komme ich schon durcheinander wegen gestern. Also die bürgerlichen und politischen Rechte. Was die reproduktiven Rechte angeht, und das ist auch sehr wichtig, es gibt eine Beijing-Plattform for Action, also eine frauenrechtliche Resolution, die ist sehr, sehr deutlich und CEDAW ist sehr, sehr deutlich darin, dass sexuelle und reproduktive Rechte für alle Menschen selbstverständlich zur Verfügung stehen müssen und dass Frauen und Trans-Sternchen besonders berücksichtigt werden müssen. Wenn wir uns das traditionelle Familienbild angucken, ist natürlich CEDAW von Bedeutung, aber eben auch die Kinderrechtskonvention, die sehr, sehr deutlich macht, dass
die Stärkung der Elternrechte immer damit einhergeht, die Kinderrechte zu schwächen. Das heißt, in diesen Punkten können wir argumentativ auf ganz gute, solide Basis zurückgreifen. Wenn wir uns den Sexualkundeunterricht angucken und eben diese Angriffe gegen inklusiven Sexualkundeunterricht, auch da gibt es allgemeine Bemerkungen, die sehr deutlich sind, aber eben auch eine Resolution von 2016, die sehr, sehr deutlich an dem Punkt ist, dass Staaten verpflichtet sind, Sexualkundeunterricht inklusiv zu gestalten, das heißt für alle Menschen, für alle Orientierung und für alle möglichen Orientierung, sofern uns das bekannt ist. Was die Abschaffung von Frauenhäusern angeht, da ist CEDAW wiederum sehr, sehr deutlich, da insbesondere allgemeine Empfehlung Nummer 19. Was die Rechte von allen Vätern angeht, würde ich gerne vielleicht einen Fall kurz vorstellen. Das ist der Fall González Carreño gegen Spanien. Das ist, glaube ich, für die Praxis sehr, sehr wichtig. Mit Blick auf die Uhr kürze ich ihn. Also letztendlich geht es darum, vielleicht mache ich das so, da ging es darum, dass ein Ehepaar sich getrennt hat. Frau González Sorge hatte, dass der Vater das Kind umbringen wird, weil das, der Vater sehr also deutliche Probleme hatte, sagen wir es mal so. Sie hat es immer wieder vorgebracht, es ist immer wieder ignoriert worden und es gab ein Umgangsrecht mit dem Vater, erst begleitet, dann unbegleitet. Bei dem ersten unbegleiteten Umgang hat der Vater das Kind und sich selbst umgebracht. So. Das ist erstmal eine Tragödie, aber der Fall ging eben an den UN-Frauenrechtsausschuss. Und das Ergebnis war tatsächlich, und das ist eigentlich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, also und das ist der letzte Punkt, der wichtig ist, dass Sie gesagt haben, dass der Ausschuss ist eigentlich, oder der Frauenrechtsausschuss der UNO geht davon aus, dass bei Entscheidungen über das Sorge- und Umgangsrecht das Kindeswohl natürlich immer Vorrang hat und dabei muss ein Kontext von häuslicher Gewalt einbezogen werden. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. In dem Fall, wie gesagt, war das eine Tragödie, aber das ist eine Entscheidung, die man immer wieder auch argumentativ und praktisch anwenden kann. Damit sind wir bei dem Punkt Nutzung des UN-Menschenrechtsschutzsystems. Das ist auf jeden Fall möglich. Das kann ich vielleicht auf Nachfrage noch nachreichen. Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen gegen Peru, gegen Polen, wo es immer darum gegangen ist, dass Frauen nicht abtreiben durften, obwohl die Schwangerschaft in dem einen Fall durch eine Vergewaltigung zustande gekommen ist. Und da gibt es sehr, sehr deutliche Entscheidungen. Das heißt, also da muss man deutlich sagen, der UN-Frauenrechtsausschuss sagt nicht, Abtreibung muss ermöglicht werden. Sie sagen aber, dass der Wille der Frau sehr berücksichtigt werden muss und vor allen Dingen bei Vergewaltigungen und oder wenn zu befürchten ist, dass die Frau und oder das Kind größere Schäden tragen wird, sollen Staaten das ermöglichen. Das ist die Einschränkung. Also wir können nicht argumentieren, dass der UN-Frauenrechtsausschuss sagt, alle Frauen haben ein Recht darauf. Sie sagen aber deutlich, ein Kind ist ein Kind ab Tag der Geburt. Ja, also das vielleicht nochmal als Einschränkung. Wenn es um die Verweigerung von Finanzierung von Frauenhäusern geht, ist dieser Fall AT gegen Ungarn sehr, sehr wichtig, weil da nochmal deutlich gesagt worden ist, dass Staaten verpflichtet sind, Frauenhäuser zu finanzieren, um Frauen und ihre Kinder vor Gewalt zu schützen. Für die Stärkung der Elternrechte ist es leider noch zu früh, weil der Kinderrechtsausschuss sehr neu, nicht der Ausschuss ist neu, aber das Beschwerdeverfahren ist sehr, sehr neu. Das heißt, wir haben noch keine Beschwerden, die eben die Stärkung der Elternrechte thematisieren. Ich hoffe, das wird noch kommen. So, nun zu der Frage, helfen nun die Menschenrechte oder helfen sie nicht? Da ist vielleicht nochmal wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass Sozialarbeitende, die ein Verständnis von Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession haben, natürlich immer dies im Kontext des internationalen Code of Ethics machen, wo es darum geht, eigene Wahl und Entscheidung, also nicht unsere eigene Wahl und Entscheidung zu treffen, sondern dafür zu sorgen, dass KlientInnen eigene Entscheidungen treffen können, unabhängig davon, was ich davon halte. Also es geht wirklich um eine möglichst neutrale Beratung, dass die andere Person eine informierte Entscheidung treffen kann. Selbstverständlich muss soziale Arbeit gegen alle Formen von Diskriminierung sein und das auch umsetzen. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, als Sozialarbeitende zu arbeiten und die Menschenrechte nicht zu achten. Das ist einfach in der Kerndefinition drin. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass ich damit leben muss, dass die Wahl einer erwachsenen Person eine andere ist als meine. Setzt aber voraus, dass ich alles, was ich an Möglichkeiten kenne, zur Kenntnis, also der Klientin nenne. Von, also bleiben wir bei sexuellen reproduktiven Rechten, tatsächlich die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs, Adoption, das Kind bekommen, Pflegefamilie, was es alles für Beispiele gibt. Aber tatsächlich alle Möglichkeiten darzustellen, wertfrei, damit die Person selbst entscheiden kann, was sie macht. Und soziale Arbeit kann natürlich nicht Diskriminierung dulden oder fortsetzen. So,
Das heißt, Menschenrechte können argumentativ ein Stück weit eine Antwort auf antifeministische Angriffe sein, außer Menschenrechte werden als Teil des Establishments angesehen. Ich glaube, dann, also in dem Moment, wo es ein Teil des Establishments wird, ist es schwierig, dagegen argumentieren. Auch ist es schwierig, wenn das Postfaktische eher gehört wird als das Evidente. Es ist auch schwierig, und das gibt es auch durchaus Sozialarbeitende, die sagen, die Menschenrechte, die sind mir eigentlich egal. Man müsste tatsächlich sagen, das ist dann eben nicht wirklich eine professionelle soziale Arbeit, aber eben auch eine. Wie gesagt, auf der argumentativen Ebene, auf der praktischen Ebene kann man sagen, dass die Versperrung des Weges zum Beispiel zur Information, wenn es um reproduktive Rechte geht, kann für Klientinnen eingeklagt werden. Und da appelliere ich, wo ich stehe und gehe, genau an dem Punkt zu sagen, das eine oder andere ist vielleicht leichter zu erreichen über den internationalen Umweg, also über strategische Prozessführung. Und die Fälle, die ich Ihnen genannt habe, also González, aber eben auch die Fälle gegen Peru und Polen, waren alles Fälle, die eben strategisch geführt worden sind. Das, wie gesagt, zu dem, was vielleicht möglich ist, was mir wirklich Sorgen bereitet, das habe ich, glaube ich, schon deutlich gesagt, dass eben die ganzen RechtspopulistInnen, die im Vormarsch sind, wirklich permanent den Rahmen dessen, was man sagen darf und machen darf, ein bisschen in ihre Richtung erweitern. Die ständige Wiederholung zeigt Erfolge. Ich finde es zum Beispiel auf der Uni-Ebene ganz spannend. Ich biete seit Jahren Seminare zum Thema Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt an. Und neu ist, dass ich meistens in der ersten Stunde jemanden habe, die sagt, ja, wir müssen aber auch über Gewalt gegen Männer sprechen. Wo ich denke, können wir, aber das ist wirklich interessant. Ja? Das ist wirklich interessant. Vor 15 Jahren war das möglich, häusliche Gewalt zu thematisieren, ohne dass in der ersten Stunde sich irgendjemand bereit fühlte, sofort zu sagen, wir müssen aber jetzt inklusiv sein. Übrigens auch ein Missbrauch des Begriffs inklusiv. Dann antifeministische Argumentation, und das ist etwas, da zeige ich gleich ein paar Bilder, treffen auf eine sehr, sehr breite Mainstream-Zustimmung. Ja? Also und zwar immer, wenn es um antimuslimischen Rassismus und oder Heteronormativität geht. Das ist etwas, was mir wirklich Sorgen bereitet, weil das einfach nochmal andere Koalitionen möglich macht. Interessant ist, es war ein Sozialarbeiter, den habe ich letzte Woche Freitag in der Fortbildung erlebt. Das war wirklich spannend. Ich bin mir sicher, er würde sich nicht als Populisten bezeichnen, auch nicht als Antifeministen. Aber er hat sehr antifeministisch argumentiert. In der Pause stellte sich heraus, er hat eine Chefin. Er hat Konflikte mit seiner Chefin. Soll ja vorkommen. Anstatt diese Konflikte als Konflikte zu benennen, war seine einzige Erklärung dafür, es ist ja auch klar, das ist ein Teil der Femokratie. Ja, also, und das ist, glaube ich, in der sozialen Arbeit, ist es eher möglich, dass Chefinnen da sind. Und ich fand es wirklich interessant, weil er wirklich sein Selbstbild, und ich vermute auch sein Wahlverhalten, ist nicht unbedingt rechtspopulistisch, aber die Art der Argumentation war eindeutig antifeministisch. Was mir auch große Sorge gemacht hat oder macht, ist eben dieses Vokabular, was immer mehr in den Mainstream Einklang findet. Und wirklich meine Sorge, dass wir immer mehr Antifeministinnen im Inneren haben werden, zum Beispiel Monika Ebeling, das war eine Gleichstellungsbeauftragte, eine antifeministische Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar, glaube ich. Und ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass aus strategischen Gründen immer mehr solche Bewerbungen kommen werden. Und wenn die Stadt Goslar das nicht gemerkt hat, kann es uns auch passieren. Das heißt, auch da müssen wir uns überlegen, was machen wir eigentlich damit. Und es wird zu sehr absurden Koalitionen kommen, dann gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Die Bilder sind ziemlich ekelhaft. Das ist ein Teil des Wahlprogramms der AfD. Die AfD bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Gleichzeitig sagen sie aber, die Integration und Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Frauen und Mädchen, sowie der freien Entfaltung der Persönlichkeit widerspricht das Kopftuch als religiös-politisches Zeichen der Unterordnung von muslimischen Frauen unter den Mann. Terre de Femme schreibt, Mai 2017, oh, das kann ich gar nicht mit lesen, mein schönes Screenshot, aber Sie können es vielleicht lesen. Auf der Mitfrauenversammlung am vergangenen Wochenende hat Terre de Femme beschlossen, ein gesetzliches Kopftuchverbot bei Mädchen zu fördern. Gemäß der Kinderrechtskonvention soll das Recht der Kindheit so gewährt werden. Eine Verschleierung von Mädchen markiert sie als Sexualwesen, die ihre Reize vor den Männern zu verbergen haben. Dieses patriarchale Rollenbild des weiblichen Kindes und heranwachsenden Mädchen diskriminiert nicht nur sie, sondern auch den Mann als angeblich triebgesteuert und unbeherrscht. Letzte Woche Terre de Femme. Eine Woche später, das werden Sie gelesen haben, Alice Weidel, AfD, Kopftuch gehört nicht zu Deutschland, den Rest erspare ich Ihnen. Also es ist auch eine absurde Koalition, aber eine, die durchaus anschlussfähig ist, wenn es eben um das eine Thema geht. Eine andere, genauso absurde Koalition, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Big, auch fies, weil es ist nicht Big, die Interventionsstelle, ja, also das ist wirklich total fies. Das ist eine sehr kleine Partei, eine muslimische Partei, die zur Wahl stand, unter anderem mit diesem Slogan,
gegen das Schulfach schwul. Ja? Das ist eine Partei, die sehr deutlich gegen Rassismus vorgeht und so weiter. Bei Homophobie ist es deutlich. Ja, dann die AfD, Nein zur Frühsexualisierung, auch da eine Koalition durchaus vorstellbar. Dann auch wieder geht es um Heteronormativität, jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter, das Bild spricht für sich. Dieses Bild ist kein Originalbild der AfD, wie Sie vielleicht erkennen, sondern von den Blockrebellen und Rebellinnen, die haben einfach Frau Petri und ihren Mann da abgebildet, aber die sind auch sehr deutlich für ein sehr traditionelles Familienbild. Jetzt die Überlegung, dass eine migrantische Partei quasi eine Fläche hat, wo sie sich einig sind mit der AfD, macht mir Angst. Genauso zu sehen, dass eine feministische Organisation eine große Übereinstimmung hat mit der AfD. Und das ist das, was, glaube ich, die schlechte Laune so erklärt oder auch so die Sorge macht. Zu dem Umgang, und damit ende ich auch, ist es tatsächlich so, da haben wir, glaube ich, auch einiges gehört von Ringhofer. Die Frage ist, und das finde ich durchaus überlegenswert, ob diese E-Mails zu ignorieren, ob das wirklich noch geht. Als ich angefangen habe, hat es funktioniert. Ich glaube, dazu ist es leider tatsächlich zu weit vorangeschritten, dokumentieren in jedem Fall. Ich würde sehr plädieren für eine verstärkte Vernetzung mit gesellschaftlich stärkeren AkteurInnen und auch mehr Vernetzung mit VertreterInnen von kritischer Männlichkeit oder kritischen Männlichkeiten, also tatsächlich zusammen dort aktiv zu werden. Auf der ganz praktischen Ebene brauchen wir leider Rechtsschutzversicherungen für die Mitarbeiterinnen. Ja, es kann nicht sein, dass diese ganzen Angriffe, wenn sie juristisch werden, auf die Kosten, also auch wirklich auf die finanziellen Kosten der Mitarbeiterin gehen, hieße für Geldgeberinnen, das zu ermöglichen. Dasselbe gilt für Supervision, ja, zusätzliche Supervision. Naja, Sie haben eine scheiß Rolle, aber wirklich, das ist gut, deswegen nehmen Sie doch meine Wunschliste mit. Dann natürlich eine zusätzliche Supervision für Mitarbeiterinnen. Es wird immer wieder in der Praxis, und das finde ich wirklich bitter diskutiert, ob die Klarnamen von Kolleginnen einfach nicht bekannt gemacht werden. Das finde ich wirklich leider nötig, aber dass wir darüber diskutieren müssen, ist eigentlich schon übel. Wo ich dringend für plädieren würde, sind Leitbilder als Schutz vor Unterwanderung. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ist, glaube ich, keine Fantasie, dass ich mir auch vorstellen kann, dass eben auch Antifeministinnen eingestellt werden in Fällen, in Projekten, die eben alles andere als antifeministisch sind. Und mit einem ordentlichen Leitbild ist es auch möglich, jemanden zu kündigen. Ja, also wirklich ernsthaft ein wirklich deutliches Plädoyer dafür, ein Leitbild zu formulieren und in den Verträgen mit reinzuschreiben, dass Verstöße gegen das Leitbild auch zur Kündigung führen können. Sonst ist es sehr, sehr schwierig. Ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten mal eine Praktikantin, Gott sei Dank nur eine Praktikantin, die sehr, sehr antisemitisch argumentiert hat. Also es war unerträglich, also wirklich deutlich antisemitisch. Und es war klar, wir hätten sie vielleicht als Mitarbeiterin auch eingestellt. Wir fanden die ja fit, wir hatten die auch als Praktikantin. Gott sei Dank war das Praktikum irgendwann zu Ende. Und wäre sie aber eine Mitarbeiterin gewesen, wäre das ohne Leitbild sehr schwierig gewesen, sie zu kündigen. Also wirklich ein Plädoyer für Leitbilder. Genau, die Vorstellung ist auch, ich glaube, auch da brauche ich nicht viel Fantasie, dass es durchaus möglich ist, dass auch religiöse Sozialarbeiterinnen in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sich bewerben. Wir brauchen Richtlinien zum Beispiel im Umgang mit Kooperationspartnerinnen wie Donum Vitae, da hatte Frau Klaas mit freundlicherweise darauf hingewiesen, also eine Beratungsstelle zum Thema Schwangerschaft und Flucht. Schon die Website ist sehr, sehr deutlich, dass es eigentlich keine inklusive Beratung ist, sondern es geht eindeutig in die Richtung, das Kind auszutragen. Ja. Und das heißt für Akteurinnen wie Pro Familia natürlich sich zu überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um? Ja. Haben wir Richtlinien mit Umgang mit diesen AkteurInnen? Die sind ja im Feld, also wie könnten die aussehen? Vielleicht auch mehr Praxisberichte in die Politik, könnten wir nochmal diskutieren. Meine letzte Folie ist tatsächlich, sind wirklich, wie ich vorhin sagte, mehr Fragen als Antworten. Ist es uns möglich, Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse so zu präsentieren, dass sie im Mainstream ankommen? Offensichtlich sind wir darin nicht sehr gut. Da sind die AntifeministInnen besser, muss man leider sagen, aber sie vereinfachen auch. Ja? Also das ist, ich glaube, das geht eben ein Stück weit nicht, eben so sehr zu vereinfachen oder nicht populistisch zu argumentieren und trotzdem unsere Ergebnisse zu veröffentlichen. Bei diesen Wörtern bin ich wirklich ganz neidisch. Also es ist wirklich, also ich bin immer wieder beeindruckt über die Fantasie, die sie haben in der Kreierung dieser Wörter, die mir komplett fehlt. Aber vielleicht sind ja Kreative unter uns. Also tatsächlich zu überlegen, gelingt es uns vielleicht, unsere Realitäten auch in Wörtern zu gestalten. Also das Gender-Sternchen ist vielleicht ein Versuch, aber ich weiß nicht, ob es gelingt. Aber wirklich bei Begriffen zu gucken, also warum können wir nicht auch Begriffe kreieren, die genau diese Realitäten verdeutlichen?
Warum gelingt es uns nicht, den Rahmen des Sagbaren auch in eine andere Richtung auszudehnen? Ja? Also es ist, der anderen Seite gelingt es permanent. Ich finde, da sind wir nicht besonders gut drin. Auch koordinierte strategische Interventionen im Netz könnten wir doch auch. Ja? Auch koordinierte LeserInnenbriefe. Warum sind wir da eigentlich sehr, sehr zurückhaltend? Diese Frage hast du vorhin schon beantwortet. Also ich habe lange darüber nachgedacht, was könnte eine sinnvolle Antwort auf Wikimania sein. Offensichtlich ist das Gunda-Werner-Institut ja genau dabei. Und ich glaube, das ist das, was mich wirklich am meisten beunruhigt, ist, dass es warum, oder es ist eigentlich eine Frage, warum gelingt es uns nicht, unsere Schwerpunkte mehr in den Mittelpunkt zu bringen, zum Beispiel auch Unterhaltsversäumnisse, ja, könnte man ja auch, wenn es um Scheidung geht, darüber nachdenken, über das Armutsrisiko von Müttern, all diese Sachen werden einfach nicht thematisiert, da sind wir leider nicht besonders gut. Das sind meine Quellen, vielen Dank. Applaus.